Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Mein Name ist Stefan und ich begrüße euch zu einem neuen Tutorial. Heute geht es mal um 5 Tipps, wie man bessere Nachtfotos machen kann. Viel Spaß dabei. Ja, heute mal ein bisschen anderes Tutorial. Ich werde heute mal nicht über Lightroom oder Photoshop sprechen, sondern vielmehr geht es darum, wie man bessere Fotos bei Nacht machen kann. Wir stehen jetzt hier gerade oben auf einem Hochhaus in Berlin und ihr seht ja schon, es ist noch Sonnenuntergang. Aber das ist auch schon der erste Tipp, den ich euch geben möchte, wenn ihr Nachtfotos machen wollt, geht zu eurer Location früh genug. Das heißt, wirklich eine Stunde vor Sonnenuntergang oder eine Dreiviertelstunde vor Sonnenuntergang solltet ihr an der Location sein, ihr solltet die Location wirklich inspizieren können, ihr solltet wissen, wo ihr am besten Fotos machen könnt, wo die besten Spots sind. Und das geht natürlich am besten, wenn es noch hell ist. Und außerdem könnt ihr den Sonnenuntergang so auch noch mitnehmen. Tipp Nummer 2, ganz wichtig, Stativ. Wenn es an die Nachtfotos geht, dann haben wir extrem lange Belichtungszeiten und wir wollen ja gleichzeitig auch mit dem ISO-Wert wirklich bei 100 bleiben oder sogar bei 50, je nach Kamera. Also wirklich, um die beste Qualität zu erreichen, ein niedriger ISO-Wert. Das heißt aber auf der anderen Seite, dass wir wirklich über eine Sekunde, manchmal sogar 5, 6 bis 10 Sekunden belichten müssen, um dann noch ein schönes Bild zu bekommen bei Nacht. Und um das zu erreichen, braucht ihr unbedingt ein Stativ. Also auf jeden Fall ein Stativ mitnehmen. Tipp Nummer 3. Auf jeden Fall immer Richtung Sonnenuntergang fotografieren. Auch wenn es dann schon Nacht wird, beziehungsweise die Stunde nach dem Sonnenuntergang, die sich ja blaue Stunde nennt, auf jeden Fall in die Richtung von Sonnenuntergang fotografieren, denn ihr habt einen wunderschönen Farbverlauf über den Himmel. Oben ist es wirklich schön blau, dann geht es in ein schönes Orange über, da wo die Sonne untergegangen ist. Ihr werdet das nachher noch sehen, wenn wir dann die entsprechenden Nachtbilder machen. Auf jeden Fall, wenn es funktioniert und wenn es das Motiv zulässt, immer Richtung Sonnenuntergang fotografieren. Tipp Nummer 4, den ich euch geben möchte. Es gibt ungefähr 10 Minuten am Tag, wo der Himmel genauso dunkel oder hell ist wie alles, was da drunter ist, also die Stadt. Und diese 10 Minuten müsst ihr genau abpassen, denn da entstehen wirklich die besten Fotos. Und diese 10 Minuten sind in der blauen Stunde und ungefähr zur Hälfte der blauen Stunde. Also wenn wirklich eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang ungefähr, dort findet ihr diese 5 bis 10 Minuten, wo ihr wirklich ein äußerst ausgeglichenes Bild fotografieren könnt, ohne dass ihr mehrere Belichtungen übereinander legen müsst. Ihr seht also, das Zeitfenster, wo das perfekte Foto entsteht, ist wirklich relativ kurz. Und deswegen ist es bei mir auch meistens so, dass ich nur mit einem Foto nach Hause komme, wenn ich unterwegs bin. Denn ich habe dann genau dieses eine Foto, wo ich in diesen 10 Minuten dieses eine Bild gemacht habe, aber dafür hat man eben ein perfektes Foto. Tipp Nummer 5 und damit auch der letzte Tipp, den ich euch geben möchte für heute. Nachtfotos klingt für viele erstmal, man kann auch Mitternacht fotografieren gehen, halte ich aber für kontraproduktiv, denn aus folgendem Grund. Wenn ihr mitten in der Nacht fotografieren geht, ist der Himmel meistens komplett dunkel bzw. schwarz. Und ein schwarzer Himmel ist nie gut für ein super Foto. Deswegen gewöhnt euch an, wirklich zum Sonnenuntergang fotografieren zu gehen und danach die blaue Stunde mitzunehmen. Denn diese blaue Stunde, da habt ihr einen wirklich schönen Himmel, da ist der Himmel wirklich schön knallig blau, da habt ihr noch Details am Himmel. Wenn ihr also Wolken habt, dann könnt ihr diese Wolken wunderschön in der blauen Stunde rausarbeiten und genau das wollen wir erreichen. Nur so haben wir ein wirklich richtig spannendes Bild. Wenn ihr halt mitten in der Nacht fotografieren geht, habt ihr meistens einen komplett schwarzen Himmel, sieht dann nicht mehr ganz so toll aus. Einen letzten Tipp, den ich euch noch sozusagen als Bonus mitgeben möchte. Ich fotografiere immer mit einem Funkauslöser und wenn ihr keinen Funkauslöser habt, ihr kriegt einen für 15 bis 20 Euro im Laden, aber wenn ihr keinen Funkauslöser habt, dann stellt die Kamera auf Selbstauslöser mit 2 Sekunden Vorlaufzeit, reicht völlig aus, aber das Gute dabei ist, ihr könnt die Kamera bedienen, ohne dass sie wackelt, denn nur die kleinste Auslösung mit dem, oder die kleinste Berührung mit dem Finger bewirkt, dass die Kamera wackelt. Das ist so ganz minimal, aber wenn es dann wirklich darum geht, Langzeitbelichtung zu machen, und da sprechen wir dann von 3 bis 4 Sekunden, sieht man jede kleine Verwacklung in der Kamera und auf dem Bild. Und deswegen gewöhnt euch an, entweder mit Funkauslöser oder mit einem Selbstauslöser direkt in der Kamera zu fotografieren, dann habt ihr ein wirklich wackelfreies Bild und ein knackscharfes Bild auch. Ja Leute, das waren meine Tipps zum Thema Fotografieren bei Nacht. Wir werden jetzt hier auf jeden Fall noch ein bisschen shooten und dann die blaue Stunde mitnehmen. Und ich hoffe, ich konnte euch damit ein wenig helfen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao!